Welcome to Queering the Crip, Cripping the Queer, the first international exhibit on queer disability history, activism, and culture. Ja, willkommen in der Ausstellung Queering the Crip and Cripping the Queer. Das ist die erste Ausstellung weltweit zu den Intersektionen von Queerness und Behinderung. I'm Kenny Fries, one of the curators. Ich bin Birgit Bosold, auch eine von den Kuratorinnen der Ausstellung. Genau, das ist das erste Chapter oder das erste Kapitel der Ausstellung. Es heißt Der ideale Körper und es beginnt mit diesen beiden Statuen Doryphoros und Venus de Milo. Die griechische Antike ist für das, was wir unter Schönheit verstehen und unter idealen Körpern sehr relevant und hat natürlich Effekte sowohl auf behinderte Menschen wie auch auf queere Menschen. Behinderte Menschen, behinderte Männer sind keine richtigen Männer oder werden so nicht angesehen. Behinderte Frauen sind keine richtigen Frauen. Und das Gleiche gilt für queere Menschen. Schwule Männer sind keine richtigen Männer und lesbische Frauen sind natürlich auch keine Frauen. Und das ist eine der Zusammenhänge, die wir hier sehen. Wir starten eben mit diesen Figuren, die so großen Einfluss hatten, also diese Ideale, die sie verkörpern. Und die kleine Ironie dabei ist, dass diese Statuen zwar den idealen Körper sozusagen präsentieren oder dafür das Vorbild sind, aber in Wirklichkeit sind es keine idealen Körper. Das sind sozusagen, diese Figuren sind so in der, von den Archäologen aufgefunden worden. So here we are in the second chapter of the exhibit, which we call Saints and Sinners, which looks at the Middle Ages when the religious model of disability was prevalent. And the religious model basically looks at disabled people as either being totally evil or totally saintly. And as we know, nobody is totally evil or totally saintly. And here we have a video of an interview with UK performer and choreographer Claire Cunningham about her piece, Give Me a Reason to Live, which she based on Hieronymus Bosch drawings, Hieronymus Bosch, the painter, and it was during the 500th anniversary of Bosch's death that Claire was commissioned to do this piece, Give Me a Reason to Live. So during the Middle Ages, disabled people were basically looked at as beggars. They were poor, they were outside of society. And what Claire does in her piece is she counteracts that by showing the strength of disabled people and the way that a queer disabled artist can reclaim the narrative. Wir gehen jetzt in das nächste Kapitel. Wir sind jetzt in der Renaissance. Und in der Renaissance kam das griechische Ideal, was im Mittelalter ein wenig vergessen wurde, mit Macht wieder. Und gleichzeitig entstand die sogenannte Physiognomielehre, die besagt, dass das Äußere des Menschen etwas Rückschlüsse auf seinen Charakter oder auf ihren Charakter möglich macht. Diese Physiognomie ist heute noch relevant. Es gibt Anleitungen zum Drehbuchschreiben, die besagen, dass die Bösewichte gerne hinken können oder in anderer Weise behindert sind. So here we have two paintings by Ri Valera, the U.S. artist who's based in Chicago. And during the Renaissance, there was an idea of physiognomy, which basically meant that your outside characteristics, your physical characteristics, were represented of your inside and your personality and your moral stature. And so here, Ri Valera is another example of a queer disabled artist who turns that around. Here we have a portrait of Teresa Degener, who is a very well-known German disability studies scholar and activist. And here we have 66 Degrees, which is a self-portrait of Riva. And if you notice that here, the disabled people are portrayed as natural. They're part of nature. We have Teresa in a tree. We have Riva in a beautifully natural, imagined landscape. And she's showing her back and with a sight of her disability, with pride, without shame. So here we have photographs by the New York City-based photographer Joey Solomon.
Here we have a portrait of him with another disabled photographer, Robert Andy Coombs, in their dorm room. Und wir möchten gerne hier nochmal darauf aufmerksam machen, auf dieses wunderbare 3D-Modell. Dazu gibt es auch eine Audio-Description, die man mit einem QR-Code runterladen kann. Und ich würde sagen, es ist auch für Menschen, die sehen können, eine großartige Erfahrung, sich mit diesem Modell zu beschäftigen, weil es einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung ist, wie sozusagen dieses Kunstwerk funktioniert. Und wir werden ganz sicher dieses Modell in unsere nächste Dauerausstellung packen, weil es so großartig ist. Die Aufklärung brachte zwei große Neuerungen, nämlich einerseits die Idee, dass alle Menschen gleich und alle Menschen gleich frei sind. Und die andere Idee war, dass Rationalität, wissenschaftliches Denken die Gesellschaft verbessern könnte und dass jeder Mensch in der Lage ist, seinen eigenen Verstand zu gebrauchen. Die beiden Konzepte waren aber von vornherein paradox. Nämlich es wurden eben nicht allen Menschen die gleichen Rechte und die gleichen Freiheiten zugestanden und es wurden auch nicht alle Menschen so angesehen, dass sie ihren eigenen Verstand gebrauchen können. Und mit diesen Paradoxien schlagen wir uns eigentlich heute noch herum. Genau, eine Figur, die für die Connections oder für die Zusammenhänge von Queerness und Behinderung, wie wir finden, sehr interessant sind, ist Johann Joachim Winckelmann. Winckelmann war der Erfinder der Archäologie und der Kunstgeschichte und Winckelmann hat auch ganz großen Beitrag dazu geleistet, dass diese griechischen Ideale in der Kultur so populär wurden. Und der Witz dabei ist, dass der Goldstandard des Schönen, so wie es die Ästhetik in der Kunst dann auch vermittelt hat, von einer Schwuchtel erfunden wurden. Winckelmann ist nämlich nicht nur der Erfinder der Kunstgeschichte, sondern Winckelmann ist auch einer der ersten Subjekte in der europäischen Kultur, der sich selbst als, oder den man als schwules Subjekt bezeichnen könnte. And here we have prints by Pelinakeki Brown, who is a Samoan Paka artist who is from New Zealand. And we have four prints from her series Grasp and Release. So what Keke has done here is to take her medical records and to black out a lot of it, and what she has left are basically found poems, poems that she has created by erasing the medical text. So here again we have an example of a queer disabled artist who is taking control of their narrative, taking the medicalization of her body into her own words and into her own experience. It's also important that here we put Keke's work in this chapter called Perfecting, and you might ask, what is it doing here? Well, many times disabled people there are medical interventions which sometimes are necessary and helpful, but a lot of times they're not necessary and harmful. And here we have this idea of this whole idea of perfecting one's body, this ideal body, and the queer disabled artist, in this case Keke Brown, says that we don't need to be perfect, we're fine the way we are. So here we are in the fifth chapter of the exhibit, which we call Enforcing / Resisting Normalcy. And here we're into the 19th century, and here is when the queer and disability histories start to merge together. And an example of that is what we call the ugly laws. So basically, the ugly laws were prohibiting disabled people from appearing in public because they offended the public. We have the ugly law from 1881 in the City of Chicago Ordinance. It is hereby prohibited for any person who is diseased, maimed, mutilated, or deformed in any way so as to be an unsightly or disgusting object to expose himself to public view. And at the same time, we also have paragraph 175, which was the German anti-homosexuality law, which prohibited sex between men. What brings these two things together?
We have this ugly law that says that disabled people would offend public morality by appearing in public. And paragraph 175, which is ostensibly to protect younger men from the predation of older men, was actually most cases, if you look at the case history in the late 19th and early 20th century, was about offending public morals. That was really was at the gist of this law. So here we have the same idea underpinning these two laws about disabled people and homosexual men. Also in this time period, what's really important to the exhibit, is the idea of eugenics, which was a quote-unquote scientific method of looking at the traits that needed to be breeded out of society to perfect society. So here again, we have this idea of perfection. And we have a group of books to represent the many, many, many books about eugenics, which was rampant not only in Germany, but in the United States, in Canada, the UK, all over. Eugenics was not simply a German idea. Okay, wir zeigen hier eine Auswahl aus der Sammlung Prinzhorn in Heidelberg. Die Sammlung Prinzhorn ist eine der größten Sammlungen von künstlerischen Werken von Menschen, die psychiatrisiert waren. Hans Prinzhorn war Psychiater an der Universitätsklinik in Heidelberg und hat angefangen, diese Werke zu sammeln. Aber man muss bedenken, dass bis in die 80er Jahre noch künstlerische Werke von Menschen in der Psychiatrie einfach weggeworfen worden sind. Wir haben hier eine Auswahl von Werken aus dieser Sammlung, die sich mit queeren Aspekten beschäftigen. Und das vielleicht Wichtigste ist, wir zeigen diese Arbeiten und auch die Künstler als Künstler und Künstlerinnen. So here we have four photographs by Steven Solbrig, who is an artist who grew up in the GDR. And his series is called Unmatched Touch. So also in the 19th century, we have this idea of measurement, this whole idea that you should be of a certain quote unquote norm. But what Steven does in his photographs is shows that you don't need to have these kind of measurements at all. And he sexualizes the unmatched arms and hands that he has. And you can see them from up there. We have quite a sexual photograph over there. And what's really important also during this 19th century is the categories of homosexuality, being a homosexual begins. Before there was a group of characteristics which we were called, they were homosexual acts, but people weren't called homosexual. But here in the 19th century, we start to have that. And Stephen is another example of a queer disabled artist who reclaims the narrative of measurement and being a homosexual into contemporary times. So here we are in the sixth chapter of the exhibit, which we call Elimination, which I call the dark heart of the exhibit, because it's where queer and disability history merges under the Nazi regime in Germany. So the Nazis took power at the end of January of 1933, and soon after, they passed the law for the prevention of hereditarily diseased offspring that following July, which basically allowed the sterilization of disabled people and of queer people so they didn't pass on traits that were considered undesirable. And here we have another collection of work from the Prinzhorn collection. And here are what are called the sterilization drawings of Wilhelm Werner. And it's really the only extant existing work from somebody who went through sterilization, and then it was killed in Action T4, which was the Nazi program that killed disabled people, that mass murdered them in gas chambers. So here we have Werder documenting his experience with sterilization, and eventually he is sent
to be killed in a gas chamber. Im Zentrum des dunklen Herzens, wovon Kenny gerade gesprochen hat, haben wir eine Arbeit von Elizabeth Sweeney. Das ist eine dreiteilige Arbeit, die beginnt draußen vor dem Schulenmuseum mit einer großen Installation des schwarzen Winkels. Das kann man hier auch anfassen, das ist ganz, ganz wunderbar. Und der schwarze Winkel ist das Kennzeichen in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern, in denen alle unendlich verschiedene Gruppen gekennzeichnet wurden. Und der schwarze Winkel ist im Prinzip so etwas wie die Eskalation des Terrors. Unter dem schwarzen Winkel konnte im Prinzip jeder oder jede in ein Konzentrationslager eingeliefert werden. Wir sehen das hier bei der Arbeit von Elizabeth Sweeney, wie viele unterschiedliche Kategorien wir haben. Abnormal, wir haben asexuell, wir haben dumm, Drückeberger, erbärmlich, wir haben Idiot, wir haben Krüppel, wir haben aber auch lesbisch, wir haben Prostituierte oder Sexarbeiter und so weiter. Der dritte Teil der Arbeit sind diese wunderbaren Takeaways hier, die man mitnehmen kann als Erinnerung an diese Ausstellung. So outside the exhibit, as Birgit said, is a large black triangle, a felt triangle by Elizabeth Sweeney. And we put it there because it symbolizes the fact that everybody who comes to the exhibit will pass by this black triangle. And it's a reclaiming of this symbol that was a symbol of stigma, but now we join in the black triangle community without shame or stigma. Diese Objekte hier, Fotografien und Briefe, sind ein Highlight der Ausstellung. Es sind Briefe und Fotografien von Hans Festersen. Hans Festersen war in den 1930er Jahren interniert in einer Institution, die hieß Lobetal, wo obdachlose Menschen, arbeitslose Menschen und andere interniert waren und dort gegen ein Taschengeld gearbeitet und gelebt haben. Wir haben diese Briefe hier in unserem Archiv. Und Hans Festersen ist 1942 in Lobetal zusammen mit drei anderen Männern verhaftet worden, wegen Verstoßes gegen den Paragraph 175, also wegen Homosexualität, und ist 1943 in Plötzensee interniert gewesen und im September 1943 zusammen mit den drei anderen Männern aus Lobetal ermordet worden. Der Grund für die wurden zum Tode verurteilt und der Grund für dieses Todesurteil war nicht der 175, also der Verstoß gegen Homosexualität, gegen den Paragraphen 175, sondern weil sie sozusagen sogenannte Gewohnheitsverbrecher waren und weil sie unnütze Esser waren. So kann man das jedenfalls in den Akten lesen. Wir haben hier insgesamt fünf Briefe aus Plötzensee, die Hans Festersen an seine Schwester Ruth geschrieben hat und die eigentlich eine der ganz wenigen Stimmen von Menschen, die queer und disabled oder queer und behindert waren, die im Nationalsozialismus verfolgt sind. Wir haben daraus eine Hörcollage gemacht, die auch online auf unserer Website zu hören ist. So here we are in the seventh chapter of the exhibit, which we call Our Icons. And here we've taken you from the dark heart of the Nazi regime into the light of honoring three very important queer disabled artist icons. And it's important to remember that this is only a few decades after what we experienced previously under the Nazi regime, and these three artists would have been persecuted, their work would have been called degenerate, and they might have even been killed. So here we have Raymond Holga, who is a German choreographer and performer. He started out as a writer, and he was also the dramaturg for Pina Bausch Dance Theater in Wuppertal.
And he decided that he needed, he quotes Pier Paolo Pasolini, the Italian writer and filmmaker, he quotes him by saying he wanted to throw his body into the fight. He could hide his body as a writer and as a dramaturg, but he decided that he needed to be on the stage and throw his body into the fight and create work for himself and for a troupe of performers and dancers. And I'm in front of this wonderful photo by Rosa Frank of Hoga from one of his performances. And here we have an interview with excerpts from Hoga's performances, as well as an excerpt of his production of Swan Lake, because he refashioned classical dances for himself and for his own troupe. And here we have the work honoring the artist Lorenza Bottner. Unfortunately, we couldn't show any of her original work because an exhibit called Requiem for the Norm has been traveling over the world, and it was just recently closed at the Leslie Lohman Museum in New York City. So what we've done instead is Birgit and I created an installation called Our Lorenza with photos from the exhibit in New York, and you can see some of the work. So the story of Lorenza Bottner is very, very important. Two important things to notice in this work is that Lorenza Bottner many times portrays herself as the Venus de Milo, which we started the exhibit with, in both drawings, in videos. And Paul Preciado, who is the curator of Requiem for the Norm, also points out that throughout history, the history of painting is really about the hand and creating with the hand. But Lorenza, as one of the photos shows, created with her foot and her feet. So here we have another example of a queer disabled artist appending the narrative and making it their own. Unsere dritte Ikone ist André Lorde, Aktivistin gegen Rassismus, gegen Sexismus, lesbische Schriftstellerin, US-amerikanische Autorin. André Lorde war Anfang der 1980er Jahre bis zu ihrem Tod 1992 häufig in Berlin als Gastprofessorin an der FU und hat großen Einfluss darauf gehabt, dass in Deutschland eine afrodeutsche Bewegung entstanden ist. Otto Lord hat außerdem auch mit ihren Krebstagebüchern bis heute relevante Perspektiven gesetzt auf eine feministische Sicht auf Körper, Gesundheit und Krankheit. Insofern ist sie auch eines von den Beispielen von queeren Disabled Artist, die massiven Einfluss auf beide Bewegungen hatten. Was ich gerne zeigen würde, ist ein historisches Stück von 1984, nämlich hier der Abdruck eines Interviews, das Otto Lord mit Danja und Vera, wie es hier heißt, gemacht hat und was abgedruckt wurde in diesem kleinen Magazin. Wir haben es hier auch als Transkript nochmal. Und in diesem Interview spricht Otto Lord mit eine von den beiden Interviewpartnerinnen ist Daniela von Raffay. Daniela von Raffay ist eine von den Ikonen jetzt auch hier für die deutsche Lesbenbewegung, aber auch für die deutsche Behindertenbewegung. Und sie sprechen über eine Buchmesse in London, die nicht zugänglich war und dass es Proteste gab. Und Otto Lord sagt, wir müssen dafür sorgen, dass es in den organisatorischen Teams nicht unbedingt behinderte Menschen braucht, damit Veranstaltungen zugänglich seien. Also das ist die Utopie. So here we are in the final chapter of the exhibit, which we call Freak Out. And here we concentrate on post-World War II activism of queer and disabled people. What's important to note here is we're moving into a time when the social model of disability becomes important. So we've moved from a religious model to, you know, in the Middle Ages, to a medical model in the 19th century, and here we are in the post-World War, in the
begins a social model. And the social model basically says that it is society which disables people, not the impairment, not the body. And a good example of this, which brings queer and crip together, is the Rosa von Praunheim film from 1971, which is called It Is Not the Homosexual Who's Perverse, but the Society in Which He Lives. In diesem kleinen Kapitel erzählen wir eine kurze Geschichte des queeren Behindertenaktivismus in Deutschland. Und wir starten mit einem Film von Wolfram Deutschmann von 1981, in dem alle wichtigen Aktionen des damals anfangenden militanten Aktivismus aufgenommen sind. Ein Beispiel dafür, und hier kann man ihn auch sehen, ist Franz Christoph, ein sehr, sehr wichtiger Aktivist für die deutsche Behindertenbewegung, der in einer dieser Veranstaltungen den damaligen Bundespräsidenten Karl Carstens mit seiner Krücke geschlagen hat und dafür aber nicht verurteilt wurde. Another important galvanizing moment for disability activism in Germany was the 1980 Frankfurt Judgment, it's called. And basically what happened in the Frankfurt Judgment is that a vacationer was going on vacation and encountered a group of disabled people. And when they came back, they wanted to get a refund. And the court actually says, yes, they could get a refund because they were upset by the presence of disabled people, which goes back to the ugly laws when disabled people were not supposed to appear in public. Wir stellen hier mit zwei Arbeiten einen sehr wichtigen Aktivisten und Künstler vor, nämlich Günter Trube. Günter Trube war Barkeeper in der legendären Bar Kuppelnest, war außerdem der Gründer der ersten queeren Gehörlosengruppe hier in Deutschland und war auch ein bekannter Gebärdenperformer. Wir sehen hier vier Arbeiten, wo Günter Trube bestimmte Konzepte, bestimmte Begriffe gebärdet. Das hier bedeutet Eiffelturm und das zweite ist Bellen. Und das ist eine bestimmte Technik, wo er so kleine Lämpchen an den Fingern hat und durch diese Lämpchen eben diese Gebärden visualisiert werden können. Eine zweite Arbeit geht um die, beide Fotoserien sind von Barbara Staus, die sehr viel mit Günter Trube zusammengearbeitet hat. Und in dieser Fotoserie gebärdet, da geht es um die Farbe Orange, wie man sieht. Und der Satz, der hier gebärdet wird, heißt, wer Orange bevorzugt, lebt gegenwartsbezogen. So here we have the work of two HIV-positive artists, Charles Ryan Long and Brontës Pernell. Just wanted to point that out to you. We have, you know, HIV/AIDS is not over, and we have queer artists with HIV/AIDS who are creating very vibrant work. And now we end the exhibit with Cyrus Marcus Ware's video called Ancestors, Can You Read Us? Dispatches from the Future. And we end our exhibit on an up note, because here we have this video, which is about people from the future, from decades from now, trying to get in touch with us today, their ancestors, to tell us that the work we're doing today is very important, and we should continue it, and it actually has made their lives in the future possible. So as we say in the text for this chapter of the exhibit, we want people to keep freaking out. Genau, und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr die Ausstellung hier in Berlin besuchen würdet. Sie läuft noch eine ganze Reihe von Monaten. Alle Informationen findet ihr auf unserer Website. Dankeschön. Danke auch an unser Team. War toll, mit euch zu arbeiten.